Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr euch ganz einfach so einen Haarreifen flechten könnt. So ist es egal, ob ihr jetzt Locken habt oder glatte Haare oder... Ist eigentlich egal, ob lang oder kurz. Also zu kurz sollte es jetzt auch nicht sein. So ab Kinnlänge müsste das eigentlich passen. Und dann nehmt ihr dann alle Haare erstmal auf eine Seite. Die Seite könnt ihr euch aussuchen. Und dann fangt ihr an, indem ihr euch hinter dem Ohr und vorne halt so eine Strähne nimmt, also so, und diese teilt ihr dann in drei Teile auf. So. Dann legt ihr die vordere Strähne über die mittlere, dann die hintere Strähne über die mittlere, dann wieder die vordere und nimmt dann von hier vorne eine Strähne dazu. Dann wieder die hintere Strähne über die mittlere, ohne Haare mitzunehmen. Dann wieder die vordere und wieder ein paar Haare mit dazu nehmen. Achtet darauf, dass ihr möglichst nah hier am Ansatz bleibt und flechtet das dann einmal über die Stirn entlang. Ich habe jetzt hier alle Haare von vorne dazu genommen und flechte das jetzt noch ein paar Mal normal weiter und mache das dann hinter den anderen Haaren mit diesen normalen Bobbypins fest. Dann könnt ihr die restlichen Haare wieder nach vorne machen und habt dann hier so einen Haarreifen. So, das war mein neues Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn mir einen Daumen nach oben geben würdet. Hier unten könnt ihr mich jetzt abonnieren und hier kommt jetzt zu meinen letzten zwei Videos. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was für eine Frisur oder was für ein Video ihr als nächstes sehen wollt. Und man sieht sich im nächsten Video. Tschüss!